Zu kosten. Oh, ein Badass Marauder. Den habe ich irgendwie übersehen. Wo kommt der her? Tja, jetzt ist er weg. Und ich bin wieder allein. Ah, ein Automat. Ja. Den habe ich auch übersehen. Muss ich nicht alles übersehen. Wenn du noch lebst, sehe ich zu, dass es so bleibt. Oh, ein Schild, das ich tatsächlich vielleicht brauchen könnte. Aber irgendwie lohnt sich das nicht, was zu kaufen. Vielleicht schickt mir bis bald. Vorschlag. Du und Clappy werdet für immer unsere Lieblingsfolteropfer. Und dafür lassen wir euch leben. Überlegt es euch. Lasst euch Zeit. Moment mal, kann ich brauchen. So. Ich habe gerade irgendwie einen Zwergschrein hören, aber jetzt ist keiner da. It's a trap. Center, weise Fly! Leute, jetzt müsst mich nicht zusammenschlagen. Wir können über alles reden, okay? Hier, ich nehme euch das ab. Hallo, Claptrap, wie geht es dir? Okay, ich wünschte nur, ihr würdet mich nicht verprügeln. Warum? Weil es echt weh tut. Guter Einwand, Claptrap. Aber wenn wir dich verprügeln, geht es uns besser. Ich weiß, aber mir geht's dann schlecht. Aber Claptrap, du bist ein Roboter. Kannst du Schmerzen überhaupt empfinden? Tja, nein, ich schätze nicht. Es tut uns einfach gut, auf dich einzuschlagen. Und dir tut es nicht weh. Es kommt also niemand zu Schaden, wenn wir weitermachen, richtig? Da ich jetzt darüber geredet habe, glaube ich, dass ihr die besseren Argumente habt. Also nur zu, verprügelt mich. Na schau, und schon ist der Konflikt gelöst. Wunderschön. Wer schreit denn da die ganze Zeit? Ah, die da. Ich kille deinen Tod. Der Bart ist super. Untertan, vorwärts. Ich finde das witzig, da müsst ihr mal drauf achten, Hallo Basemin, wie geht's? Weil mein Charakter redet die ganze Zeit wieder so, und ich werde dich fressen und ich will dein Blut und so weiter. Aber wenn ich in den Berserker-Modus gehe, dann kommt immer eine andere Stimme, die dann irgendwie sagt so, na gut, es ist an der Zeit. Wir werden jetzt quasi hier so in den Berserker-Modus wechseln. Und dann redet auf einmal so ein bisschen wie bei, Gott, God and Dog aus Fallout New Vegas. Ein super Charakter. So ein bisschen ist anscheinend unser Psycho hier auch. Ich kann ihn nicht mehr lange halten, hat er vorher gesagt, oder irgendwie sowas. Ich werde ihn jetzt freisetzen und dann wird man zum Berserker. Geld wird übrigens aufgeteilt, Merlin, nur dass du es weißt. Automatisch. Wir müssen irgendwie anders raufkommen. Oh, ein Kran! Finde die Steuerung! Treppen. Sein einziger Schwachpunkt. So, der nächste bitte. So, der nächste bitte. Schade. Hey,
Oh, Elektrofass, Vorsicht! Gut. Jetzt lebt er noch. Jetzt lebt er immer noch. Jetzt ist er tot. Ich bin jetzt blöderweise wieder ganz unten. Muss erst wieder einen Weg nach oben finden. Aber ich finde, das war es wert. Mir zumindest. Wo bin ich denn? Aber warte mal, eine Kiste. Cool, eine versteckte Kiste. Na dann, was ist er vielleicht wirklich wert? Ah, wieder nur Pistolen, Pistolen, Pistolen. Nichts gegen Pistolen. Aber mit meinem Charakter will ich keine Pistolen. Ich will eigentlich einen Raketenwerfer. Ich meine, Pistolen machen schon auch Sinn, so ein bisschen auf mittlere oder kurze Distanz und so. Wäre schon auch was für meinen Charakter. Aber will ich nicht. Hilfe! Ah, ich weiß, wo ich bin. Okay, cool. Bin auf dem Weg. Zu killen. Niemals! Oh, ich fall gleich irgendwo runter oder so. Vorsicht! Puh, die Bewegungsgeschwindigkeit ist teilweise schnell. Ah, come on! So, ganz kurz nachladen. Und jetzt könnt ihr sterben. Dankeschön. Lustig ist die Waffe auf jeden Fall mit seinen Sprengwübbelchen. Nur leider kriege ich jetzt, glaube ich, keinen Kill auf die Entfernung. Na, come on, das war nicht meiner leider. Schade. Komm schon, komm schon, komm schon. Jetzt solltest ja. du Angst kriegen. Puh, das war knapp. Organische Aufputscher. Ach so, falsche Waffe. Ich finde das witzig, dass auf den Dixie-Klos teilweise die besten Items sind. Dixie-Klos sind ziemlich gute Lootkisten in dem Spiel. Ist das nicht schön? Lass dir nur Zeit, Untertan. Auf unbeweglichen Plattformen rumzustehen ist meine drittliebste Lieblingsbeschäftigung. Gleich nach Tanzen und Weinen. Wow, das ging schnell. Der Aufzug. Heilige Kartoffel. Gleich ist wieder Bosszeit, wenn mich nicht alles täuscht. Captain Flynn höchstpersönlich. Aber ein bisschen, glaube ich, dauert es noch, oder? Ich bin mir nicht sicher. Es ist ein guter Tag, voller Möglichkeiten. Munition. Bis bald, mein Freund. Was wollte ich machen? Wenn du anders einkaufst, lass ich dich töten.
Ah ja, genau, Badass-Tocken. Ich habe einen Badass-Tocken. Badass-Tocken sind eigentlich echt ganz nett. Die sind mit den Achievements in dem Spiel quasi gekoppelt, die Badass-Tocken, und sind charakterübergreifend. Das ist wirklich ziemlich nett irgendwie. Komm raus, Flint! Deine Claptrap-Einheit! Kriegt man so kleine Bonis für das Erfüllen von Achievements. So hier 0,5%, hier 0,3%. Für alles Mögliche. Finde ich irgendwie nett. Heizt ihn ein! Captain Flynn. Flint? Ich glaube Flint. Oh, Anusse! Es tut mir leid, Captain Flynn, Sir! Bitte versengen Sie mich nicht wieder! Oh, Captain Flint steht da oben, den kann ich jetzt gar nicht verhauen, ne? Das ist schlecht. Warte, jetzt komm ein bisschen, sei ein bisschen kooperativ und komm her zu mir. Hm? Steh doch nicht da hinten. Danke, warte. Und jetzt kratze ich mir dein Gesicht vor den Fingernägeln. Ah, Mist. Ah, jetzt käme Flynn. Da ist gerade ungünstig. Danke. Jemand hat mich trotz allem? Autsch. Au, Feuer. Dankeschön fürs Heilen. Ich werfe ein paar Granaten einfach so ins Nichts. Ich glaube, ich brenne ein bisschen, oder? Autsch, mein Gott, was macht denn der mit seinem Anker da? Ja, genau, konzentrier dich auf mich. Aus dem Tod. Ah ja, guck, jetzt droppe ich eine Granate, die noch explodiert. Naja, schade. Ich hätte wirklich gedacht, ich droppe die Granate, wenn ich down gehe. Das wäre super mächtig gewesen. So ist es eher... nur so mittelmächtig. Juhu, aber gut. Du bist der furchterregendste Krieger, den dieser Gletscher je gesehen hat, mein Freund. In Prämortal in Rachedurst umwandeln. Na dann. Ende gut, alles gut. Okay. Jetzt müssen wir nur noch zu meinem Schiff. Okay. Auf zu deinem Schiff. Hey, dauernd Pistolen-Lootboxen, die können mich jetzt schon langsam mal. Vielleicht nehme ich mir mal eine Pistole, aber eigentlich brauche ich keine. Nee. Nicht wirklich. Noch nicht ganz 3 Stunden bis The Last of Us 2 released. Coolio. Ich bin echt gespannt. Was ich im Vorfeld so gehört habe, soll das Spiel ja schon sehr, sehr gut sein. Ich hoffe, dass es nicht zu krass ist, weil sonst wird es mir vielleicht zu krass. Also ich meine von Gewaltdarstellung oder sowas her. Bin ich gespannt. Na gut. Claptrap, Mission erfüllt. Und nun, Kurs auf Sanctuary! Tut, tut! Lass uns Segel setzen!
Die Straße nach Sanctuary. Na dann. Los geht's. Ja, ich bin eben gespannt, weil grundsätzlich habe ich kein Problem mit fiktiver Gewaltdarstellung in Videospielen oder Filmen. Eigentlich überhaupt nicht. Das finde ich eigentlich... Ist mir das egal oder kann sogar wie in den Marvel-Filmen cool sein oder wie in Mortal Kombat lustig. Aber wenn es realistisch wird, wenn es wirklich so eben, genau, realistisch wird, die Gewaltdarstellung, dann schlägt mir das sehr schnell auf den Magen und dann hasse ich das. Das will ich einfach mir nicht ansehen und da habe ich auch keinen Bock drauf. Das geht mir auch in Game of Thrones zum Beispiel so teilweise. Da sind Szenen drin, wo ich mir echt denke, so, ne, das will ich mir einfach nicht geben. Und... Ich hoffe, davon gibt es nicht zu viel in The Last of Us. Na gut, Leute, machen wir kurz 5 Minuten Pause. Bin dann gleich wieder da. Es ging gerade, Mr. Hawkeye, um The Last of Us 2. Das erscheint ja jetzt dann in Kürze. Da bin ich wirklich schon gespannt drauf. Und ja, genau, darüber haben wir gerade geredet. So, machen wir wirklich 5 Minuten kurz, dann geht's weiter.